Katharina befindet sich manchmal in einer anderen Welt. Okay. Team BMW, auf geht's. Hallo ihr Lieben. What's up? Willkommen bei einer neuen Folge von... Team. K. Game. Ihr fragt euch mit Sicherheit, wo wir uns hier gerade befinden. Wir befinden uns ganz in der Nähe von unserer Trainingshalle, in einer Trainingspause gerade im Hotel. Haben wir uns hier ganz entspannt hingesetzt, Kaffee ist auch schon da und sogar ein bisschen Weihnachtsdeko. Und ja, was haben wir heute vor, Katharina? Was ist unser Plan? Also wir sitzen hier in einer entspannten Runde und haben uns mal gefragt, Tim und ich, wir laufen hier schon ziemlich lange zusammen, 4 Jahre. Und oh nein! Frage aufgekommen, kennen wir uns überhaupt eigentlich wirklich so gut nach den 4 Jahren? Wie wir dachten oder wie wir denken? Mal schauen, das wird sich heute herausstellen. Kaffeemusik, weil wir uns ja in einer ganz entspannten Runde befinden. Was haben wir denn jetzt genau gemacht? Wir haben uns als Aufgabe genommen, jeder zu Hause sollte 10 Facts über den anderen aufschreiben. Natürlich jetzt nicht die einfachsten, die jeder schon von euch weiß, sondern die, die wir vielleicht so untereinander nur kennen. Und ich bin mal gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Ich auch. Ich fange mit den eher langweiligeren an. Erstmal. Ich höre. Sogar noch das bekannteste von allen. Also die mit dir zu tun haben, wissen, dass du BMW-Anhänger bist. Also diejenigen, die sich streiten zwischen Mercedes oder BMW, Tim ist auf der Seite definitiv von BMW. Definitiv Team BMW, auf geht's. Ich bin dran und eine Sache, die mir direkt, die ich als erstes aufgeschrieben habe, dass Katharina so eine kleine Schwierigkeit damit hat, pünktlich zu kommen. Ja, das hat sich so direkt bei uns so eingestellt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe direkt gemerkt, Katharina kommt gerne mal zu spät, aber wir haben uns innerhalb der 4 Jahre schon auf jeden Fall gebessert. Ich arbeite daran. Also bei mir ist es wirklich so, muss ich leider recht geben. 10 Minuten bevor ich irgendwo sein muss, kann ich mir auch noch irgendwie die Zähne putzen oder noch meine Haare nicht gemacht haben. Aber ich schreibe schon, ich bin auf dem Weg. Ja, immerhin. Da, an dem Punkt sind wir schon mal. Für diejenigen, die es noch nicht wussten, Tims Traumberuf ist eigentlich Schauspieler. Also er wird nie irgendwie Wissenschaftler oder sonst was, sondern... Ich werde kein Büromensch, nein. Also Tims Traum ist es, Schauspieler zu werden. Mal schauen, wie wir das nach der Sportkarriere. Wann kamst du das erste Mal damit in also nicht in Berührung bei mir, sondern wann wusstest du das erste Mal darüber bei mir Bescheid? Ich glaube, du hast mir das schon vorher gesagt. Aber dann halt, wo wir diesen Film aufgenommen haben, bist du dann natürlich voll aufgegangen. Aber also ich auch, also da fängt man dann wirklich an drüber nachzudenken, so boah, Schauspielerei ist echt geil. aber da hat man das richtig gesehen, dass das voll dein Ding ist. Ja. Ich würde da jetzt so 2 Sachen so ein bisschen zusammen. Oh. Morgens ist nicht Katharinas Zeit. Also sie ist da. Sie ist, ihr Körper ist da und kann auch trainieren, alles gut. Ich würde sagen, was das verbindet mit einem anderen Punkt, Katharina befindet sich manchmal in einer anderen Welt, in ihrer kleinen Katharina-Traumwelt, Märchenwald oder sonst was. Manchmal redet man dann mit ihr und du hast wirklich das Gefühl, dass sie dich anguckt und auch zuhört, aber sie versteht kein Wort von dem, was du sagst. Also das ist so Katharina aus dem Markenzeichen, der sie besser kennt. Ist manchmal in einer ganz anderen Welt. Und dann fragst du dich hinterher, was hat dieses Mädchen gerade gedacht? Man weiß es nicht. Ich glaube, manchmal weiß ich es selber nicht. Ja, ich brauche halt ein bisschen Zeit, um wach zu werden. Obwohl ich denke, ich bin wach. Also ich denke, dass alles okay ist. Aber irgendwie, meine Leitungen sind noch nicht irgendwie ganz auf Hochtouren. Okay, ich bin dran. Tim kann übrigens, was ihr wahrscheinlich durch den Sport noch nicht mitbekommen habt, mag Tim es sehr zu kochen und er kocht auch sehr gut. Pasta schmeckt sehr gut. Hey, immer wenn sie darüber erzählt, sagt sie immer so Pasta, wo sich Leute denken, ja super, Nudeln kann ich auch kochen. Nein, aber so wie
ich mache jetzt keine Werbung oder so, wie bei Vapiano, das schmeckt ja voll gut. Die machen da verschiedenste Sachen und Tim ist so, der macht da mal Garnelen, mal das, mal Pesto. Also Tim, das, nicht nur, dass er gut kochen kann, also was eine Eigenschaft ist, sondern er macht das auch gerne. Ja, das also, habe ich von meinem Vater so gelernt, so zu entspannen beim Kochen. Für mich ist das Stress. Stress. Ja gut, da ja, ist ja jeder. Kocht schon so Wasser, oh, ich schaffe nicht, die Tomaten zu schneiden. Und das, oh. Und Stress. Ist das für Kassierin oder? Ja, wenn sie, ja. Eine kleine Werbeunterbrechung. Bei Katharina ist der nächste Punkt, es geht nichts über Hygiene. Also oh, Katharina ja. Ist super, super hygienisch, hat immer ihre Cremes dabei, hat immer Desinfektionsspray dabei. Egal wo wir sind, wenn irgendwas im Flugzeug war und sie angefasst hat, nee, jetzt hier, komm. Ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Es ist schon echt krass, ja. Also so was Gesicht waschen und so alles angeht, da ist ja. Katharina. Wer Tipps braucht in Sachen, das könntest du demnächst mal machen, so ein kleines Hygiene-Lochbass-Tutorial. Wer Tipps braucht, Katharina ist da die Richtige. Ja. Das finde ich lustig. Das ist mir irgendwie direkt eingefallen. Ich würde sogar auch Fun Fact nennen, weil Tim ist der festen Überzeugung davon, dass wenn man die Schlittschuhe auf die Fersen stellt, dass die dann nicht so schnell rosten, als wenn man sie auf die Kufe abstellt. Also wenn man sie abgetrocknet hat und so draufstellt, ist er der Meinung, die rosten schneller. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Man sieht ja, das ist mit so einem Cover abgedeckt, aber keine Ahnung warum. Aber der ist gut. Also da wäre ich niemals drauf gekommen, das so zu nehmen. Okay. Das ist Tims tiefer Glaube und mittlerweile mache ich das auch schon. So. Er hat mich damit infiziert, ich glaube das jetzt auch. Obwohl ich trotzdem so im Hinterkopf denke, so, hey, was macht das für einen Unterschied? Aber ich mache es trotzdem vorsichtshalber. Tim, Kaffee oder Tee? Kaffee, Team Kaffee. Du auch. Nein, du Team Tee. Katharina, das fällt mir jetzt gerade ein. Leute, wann trinkt man Kaffee? Wenn man müde ist, oder? Katharina trinkt Kaffee, wenn sie schlafen geht. Sie trinkt Kaffee zum Schlafen oder wegen dem Geschmack. Okay, Kaffee schmeckt gut, aber ich mach dann nicht, wenn ich weiß, okay, in einer halben Stunde mache ich irgendwie einen Mittagsschlaf oder so, dann nehme ich doch keinen Kaffee. Wir sind zwei Komische und deswegen komme ich auch zum nächsten Punkt. Wir passen so gut als Paar zusammen, weil wir einfach beide komplett durchgedreht sind und verrückt in den Sachen, die wir manchmal denken, in den Sachen, die wir manchmal tun, ja. Und in den Sachen, die wir als Paar so erleben. Wir sind manchmal, also eigentlich bräuchten wir einen Kameramann, der unser Leben echt mal komplett filmt, die komischen Sachen passieren. Wir reißen uns zusammen. Das war so mein nächster Punkt, wir sind beide so gleich gestört. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte gemacht und damit dieses Video nicht übermäßig lang. Wir haben nämlich gerade wieder gemerkt, wie sonst auch, und wir haben viel zu viel Material, ups. Teilen wir das ganze Video in zwei Teile und das war die erste Hälfte über die 10 Facts about TK's Cake. Also quasi jetzt beim 5 oder so, keine Ahnung, sehe ich einen Schnitt. Halbzeitpause, genau, und wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.